man kann uns wunderbar verstehen. Wir warten noch ganz kurz auf die Ergebnisse des heutigen Spieltags, beziehungsweise wir warten, aber wir können ja dennoch trotzdem mal anfangen in der Zwischenzeit und wir reichen Sie danach. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Heimspiel der Memminger Indians gegen den Tabellenführer, gegen die Erding Gladiators. Eines ist sicher, auch nach dem heutigen Spieltag werden unsere Gäste an der Tabellenspitze bleiben. 847 Zuschauer haben die erste Heimniederlage nach regulärer Spielzeit am Hühnerberg heute verfolgt. Jetzt hat es uns also auch zu Hause erwischt. Dennoch natürlich vielen, vielen Dank für Ihr Kommen. Und ich denke, wer die heutige Partie gesehen hat, ein schwarzes zweites Drittel gegen den Tabellenführer, war wahrscheinlich ausschlaggebend für diese 3:6 Niederlage. Ich darf bei unseren Gästen begrüßen Peter Worisek, den Gästecoach. Herr Worisek, natürlich zunächst Glückwunsch zum heutigen Sieg und ich darf Sie um Ihr Kommentar zum Spiel bitten. Also, schönen guten Abend. Gut, ich bin immer noch voll Emotion nach dem Spiel, aber trotzdem, wenn ich über das Spiel so rede, dann muss man sagen, wirklich erste Drittel, da war ein bisschen kompliziert, da haben wir ein bisschen Probleme gehabt. Okay, wir haben zwar sehr gut offensiv gespielt, aber defensiv haben wir zwei Fehler gemacht. Eine haben wir dort bekommen, dann haben wir fast 4 oder 5 Mal Unterzahl gespielt. Selbstverständlich große Lob auf die Lionen, weil die haben wir das geschafft. Ja gut, dann kam die zweite Drittel. Ich glaube, das war ein entscheidender Moment, wo haben wir 3 oder 4 Tore geschossen. Und dann haben wir einfach über das ganze Spiel die Kontrolle gehabt. Auf der anderen Seite, ich muss wirklich sagen, wegen dieser 2 Fouls kann man das nur zu Fouls nennen, weil das war überhaupt kein Fouls, nach meiner Meinung selbstverständlich. Ja gut, das kann man diskutieren, aber ich glaube, das war ich will nicht über solche Sachen lieber reden. Also okay, dritte, gut, wir haben zwar die Kontrolle gehabt nach die erste Hälfte, wir haben noch ein bisschen Druck gemacht, leider keine Tore auf beide Seiten. Ja gut, ich bin sehr zufrieden, dass wir haben es selbstverständlich bis zum Schluss gespielt und haben wir gewonnen. Danke. Dankeschön, Herr Worisek, und auch dazu nochmal der Glückwunsch. Jogi, ich darf dich um deine Stimme zum heutigen Spiel bitten. Ja, einen schönen guten Abend. Ja, natürlich, erstmal muss ich gratulieren, Erding, zu dem Sieg. Aber ich denke, wir haben im ersten Drittel wirklich gut gespielt. Da hat Erding also in keinster Weise irgendeine Schnitte gehabt, ja, und irgendwie eine Chance. Wüsste ich jetzt nicht, dass ich da eine gesehen habe im ersten Drittel. Und wir haben sie dann wirklich nach dem ersten Drittel in der Kabine gewarnt, was Erding spielt. Erding hat genau das gespielt, aber wir haben es nicht fertig gebracht. Also wir haben, jeder ist nach vorne gerannt und dann die haben immer einen hoch, haben sie wirklich clever gespielt, haben sie gut gespielt, aber wir haben es ihnen auch verflucht einfach gemacht. Also da gibt es überhaupt nichts zu beschönigen, das war wirklich ein Katastrophendrittel und es ist eigentlich schade, weil sie haben genau gewusst, was jetzt kommt und da hätten sie sich, also ja, einfacher kann man es gar nicht haben, und aber wir haben nicht darauf reagiert, wir waren viel zu offensiv, alles nach vorne. Also so kann man nicht Eishockey spielen, vor allem nicht gegen Erding, die dann ihre Chancen also wirklich super ausnutzen, ganz toll. Und muss man sagen, also wenn man denkt, von den Chancen her war es ja gar nicht so, oder war es ein relativ ausgeglichenes Spiel, denke ich. Ja, aber mit dem Unterschied, dass Erding jede Chance, den sie haben, eigentlich so gut wie reintun. Ja, also da muss ich sagen, allen Respekt, das haben sie gut gemacht, aber wir haben es ihnen auch wirklich verflucht einfach gemacht. Und da bin da wahnsinnig enttäuscht und bin auch stinksauer, weil so, also den Heimnimbus so herzuschenken, das hätte es heute nicht gebraucht. Also heute wären sicherlich 3 Punkte drin gewesen. Danke. Herr
Dankeschön, Yogi. Von den nüchternen Fakten betrachtet ist sicherlich eine Heimniederlage gegen den Spitzenreiter kein Beinbruch. Dennoch, du hast das angesprochen, da waren teilweise individuelle Fehler in der Defensive dabei, die es natürlich dem Spitzenreiter einfach gemacht haben. Werner, ich darf dich auch um dein Statement zum Spiel bitten. Ja, guten Abend. Ja gut, der Yogi hat eigentlich schon alles gesagt zum Spiel. Es war halt schade nach dem ersten Drittel, wo wir wirklich meiner Meinung nach ein super Drittel gespielt haben. Ja, entweder haben wir dann gemeint, dass man halt einfach mit Erding mitspielen kann. Das erste Drittel ist eigentlich immer so eine Geschichte, wo beide Mannschaften eigentlich so schauen, was spielt der Gegner, wie spielt das, was müssen wir anders machen. Wir wollten eigentlich nichts anders machen, wollten eigentlich, dass wir so konzentriert weiterspielen und haben dann einfach viel zu viele individuelle Fehler gemacht. Und das ging fast durch alle Reihen durch. Und ja, gut vom Ergebnis her, wenn man sagt, man verliert 3-6 gegen einen Tabellenführer, die ja wirklich souverän da vorne stehen, dann kann man das eigentlich so kaufen. Ja. Zu Hause ist es immer schade, wenn man verliert. Aber der Jovi hat es ja schon gesagt, das ist eben, wenn du das Mitteldrittel dann 4-1 verlierst, bis jetzt war immer das Anfangsdrittel unser schwaches und das Mitteldrittel eigentlich unser wirklich gutes Drittel, da haben wir erst zwei Drittel verloren in den 16 Spielen jetzt. Aber das war einfach gar nichts. Ja. Wir haben es einfach den Erdingern zu einfach gemacht. Wenn man sieht, wie oft die alleine aufs Tor zugelaufen sind. Oder beispielsweise nur das 3-2, ja, der Erdinger Spieler macht es super, geht auf die Rückhand und lupft unter die Latte rein. Und im Gegenzug hat der Andi Börner die ganz gleiche Chance und der hebt halt die Scheibe über die Latte drüber. Und das sind dann halt so Nuancen, dann kommt der nächste Fehler, wo wieder einer den Zweikampf verliert oder an der Banne die Scheibe nicht aus dem Drittel bringt und das summiert sich halt an. Beim Tabellenführer ist es halt eben so, dass die das dann eben gnadenlos ausnutzen und das haben sie halt gemacht. Die haben also fast jeden Fehler, den wir gemacht haben, bestraft. Und dann kommt eben so ein Spielzustand, vor allem so ein Ergebnis halt. Erstes Drittel gewonnen, letztes Drittel unentschieden. Aber das Spiel dauert halt 3 Drittel und nicht plus 2. Ja, danke Werner. Sie können sich all diese Szenen, die wir gerade nochmal nachvollziehen konnten und beschrieben haben, im Internet angucken. Wir haben auch heute wieder ein Video mit den Highlights von diesem Spiel in HD-Qualität spätestens dann ab morgen Abend im Internet stehen, auch mit den Trainerstimmen. Präsentiert wird das Ganze diesmal von Wolfgang Zink, dem Versicherungsbüro in Ottobeuern. Vielen Dank dafür, Wolfgang. Und wir wünschen uns natürlich auch weiterhin die Unterstützung für diesen tollen Service von unseren GFRO Indians, dass wir ihnen auch weiterhin die Highlights und vor allem dann in Zukunft auch wieder mehr Tore unserer Jungs zu Hause am Hühnerberg am folgenden Tag im Internet präsentieren können. Ja, Herr Wodisek, wir haben die Ergebnisse noch nicht da, die Tabelle. Ich denke, wir können es gleich noch nachreichen, aber es war in jedem Fall der 6. oder 7. Erfolg in Folge für die Gladiators. Haben Sie so allmählich schon das Saisonziel Playoffs korrigiert und schielen schon nach mehr? Also zuerst, der erste Ziel ist überhaupt zwischen erste 8 kommen. Wir haben noch ziemlich viele Spiele, das ist die Anfang, die erste, zweite Hälfte. Also das kann man nicht sagen, dass was oder wo. Unser Ziel ist einfach bis Ende einfach zwischen erste 8 sein und dann kann man weiter überlegen und neue Ziele setzen. Dankeschön und wir wünschen dazu natürlich im weiteren Saisonverlauf unseren Gästen alles Gute. Yogi, ja, wir müssen angesichts dieser Tabellenkonstellation und des heutigen Ergebnisses natürlich noch über die kommenden Spiele reden. Am Sonntag geht es, das wird nicht viel leichter, zum Tabellenzweiten nach Bayreuth. Andererseits sind wir natürlich jetzt nach der Niederlage heute doch ein bisschen unter Zugzwang, unter Druck, damit man den unmittelbaren Kontakt zum Strich nicht ganz abreißen lässt, oder? Bis jetzt haben wir uns immer zum Ziel gesetzt, dass wir jedes Wochenende 3 Punkte holen. Wird natürlich jetzt sehr, sehr schwer, aber ja gut, das ist wahrscheinlich anderen Mannschaften auch schon passiert, dass sie vielleicht mal ein Wochenende nicht punkten. Aber daran will ich jetzt überhaupt nicht denken. Jetzt schauen wir das mal in Bayreuth und schadlos halten. Die Hoffnung stirbt zum Schluss, sagt man so schön. Ja. Und irgendwann wird vielleicht können wir dann auch mal wieder auf unsere Verteidiger zurückgreifen. Und ja gut, dann ist es
sehe ich die ganze Sache jetzt nicht so schwarz, aber es ist wirklich so eine Sache. Ich bin, war maßlos enttäuscht von dem heutigen Spiel, weil so leicht, also kann man eher nicht schlagen wie heute. Also das geht gar nicht. Ja. Also was wir da fabriziert haben, ich weiß nicht. Also naja, müssen wir es besser machen in Bayreuth. Und mir tut es halt wahnsinnig leid für die Zuschauer, die da waren. Also der, jetzt haben wir uns so gut verkauft immer daheim, aber das geht gar nicht. Naja, okay. Naja, Kopf hoch, Jogi, Mensch, das war die erste Saisonniederlage nach regulärer Spielzeit in Grünberg. Und das gegen den Spitzenreiter. Wie gesagt, es kommen auch wieder bessere Zeiten, da bin ich mir ganz sicher. Und spätestens dann nächstes Wochenende, da stehen Spiele an. Das sind ja fast unmittelbare Derbys in Germering am Freitagabend um 20 Uhr. Und dann das Schwaben-Derby Sonntag 18.30 Uhr am Hühnerberg. Dann sehen wir uns alle wieder gegen den ESV Königsbrunn. Da gibt es beispielsweise ein Wiedersehen mit Patrick Vetter. Also Grund genug, unseren jetzt auch am kommenden Wochenende wieder zu unterstützen im Kampf um den begehrten 8. Platz in der SG Bayernliga. Bis dahin, vielen Dank für Ihr Kommen heute Abend und Daumen drücken am Sonntag gegen die Bayern Tigers. Dankeschön. Schönes Wochenende.